der beste Shooter der Welt. Es ist so, ich muss es sagen. Ich muss es nicht sagen, aber ich will es sagen, weil es so ist. Weil ich noch nie so intensive PvP-Gefechte und Matches erlebt habe wie in diesem Spiel. Tatsächlich infolgedessen habe ich, ja, wahrscheinlich vor zwei oder spätestens im letzten Jahr tatsächlich meinen Kanalschwerpunkt auch wegbewegt von Battlefield zu Han Showdown hin. Also gerade an die YouTube-Zuschauer, die mich vielleicht noch aus GameStar Hilft-Zeiten kennen. Das Gleiche mache ich mittlerweile eben mit Han Showdown. Also ich habe eine Tutorial-Reihe gemacht, wie ihr es kennt, mit lustigen Einspielern und so weiter. Weil ich da auch gemerkt habe, also Battlefield schön und gut. Ich mag es auch immer noch gerne, werde Battlefield 6 natürlich auch spielen. Aber was ich schon bei Battlefront 2 damals so bemängelt habe, es wirkt alles so ein bisschen belanglos, weil du spielst und hast dann gewonnen oder eben nicht. Und in Hand ist wirklich jedes Match einfach nervenaufreibend. Und du bist jedes Mal froh, wenn du es lebend aus dem Match geschafft hast. Es ist wahnsinnig aufregend. Übrigens, die Spinne spielt eigentlich auch im Tutorial von Han Showdown mit. Aber gerade weil so viele Leute Angst vor Spinnen haben, haben sie die ausgetauscht durch den anderen Boss, durch den Butcher. Das ist der riesen Schweinemann. Sehr geil. Und tatsächlich, wenn ihr es lange nicht mehr gespielt habt, es hat sich so viel in Han Showdown getan. Es ist immer noch ein Hardcore-Shooter, muss man sagen. Aber es verzeiht einem mittlerweile viel mehr, also gerade den Anfängern. Also Anfänger-Einstieg ist viel, viel leichter. Permadeath gibt es erst ab Level 10. Es gibt Tutorials im Spiel. Es gibt natürlich auch meine Tutorials auf YouTube. Es gibt Quick-Play-Modi, in denen du schon mal ins Spiel reinkommen kannst und einfach nur PvP üben kannst. Also das hat es zu meiner Zeit vor 2 Jahren oder was nicht gegeben. Und deshalb kann ich das Spiel im Moment wirklich jedem empfehlen. Wir haben gerade schon die erste Frage. Nochmal der Hinweis, ihr könnt jetzt Fragen stellen und ich werde die dann weiterleiten. Nämlich von Johnny Klatschian auf Twitch. Der will wissen, worum geht's in Hand überhaupt? Ja, also das Spiel ist auch gerne missverstanden als Horrorspiel, Zombie-Spiel. Ja, es kommt Horror vor, es kommt auch Zombie vor, aber es ist eigentlich wirklich im Kern ein sehr taktischer PvP-Shooter. PvP-PvE-Shooter. Also die Story ist die, und die ist tatsächlich sehr schön geschrieben, ausformuliert, auch wenn sie im Spiel selber nicht so stark vorkommt, ist die, dass in den amerikanischen Südstaaten so Anfang des 20. Jahrhunderts irgendeine, und das wird dir wieder gefallen, Michi, Zombie-Seuche, sonst was ausgebrochen ist, man weiß es nicht genau, darum geht es tatsächlich auch, das ein bisschen zu erforschen, die also die Mensch- und Tierwelt verändert hat, also die Menschen in dieser Gegend wanken da eben als Zombies rum, schnelle Zombies übrigens, sonst wäre es ja langweilig, die Tiere sind mutiert, es gibt furchtbare Mutationen und so weiter, und die Aufgabe des Spielers ist es jetzt, auf dem Schlachtfeld, es gibt 2 Maps, die jeweils 1 Quadratkilometer groß sind, da ein oder zufallsgeneriert auch mal 2 Bosse, also Bossmonster zu finden, wo es heißt, von denen geht so diese Infektion praktisch aus. Aber wie gesagt, die Infektion und das Ganze ist die Hintergrundgeschichte. Im Match selber merkst du das nicht. Es geht also darum, dass bis zu 12 Spieler gleichzeitig auf dieser Map starten, ringsum um diesen Quadratkilometer verteilt und dann ein oder eben 2 dieser Bosse finden müssen. Das ist einmal diese Spinne, die wir schon gesehen haben, da gibt es noch den Butcher, das ist eben so ein grobschlächtiger Schlechter mit so einem Feuerhaken und einem Schweinekopf und den Assassin, der fällt so in so Asselwolken zusammen und bewirft dich dann mit Speeren und so. Und die musst du eben finden. Die findest du, indem du durch die Map streifst und an den verschiedenen Locations, die es da so gibt, Hinweise findest. Und je mehr Hinweise du gefunden hast, desto kleiner wird die Map, beziehungsweise desto genauer weißt du, wo es den Boss wohl gibt. Du kannst halt Glück haben, du startest und rennst direkt in die erste Scheune rein und da ist er. Aber du kannst eben auch bis zu 3 dieser Hinweise suchen müssen, bis du ihn gefunden hast. Und das ist also quasi so ein bisschen eine Mechanik wie aus dem Battle Royale. Also die Spieler werden nach und nach eben zu den Bossen zusammengetrieben. Dann, wenn du so einen Boss gefunden hast, musst du den eben besiegen. Dafür gibt es dann auch wieder verschiedene Techniken. Also die Spinne ist zum Beispiel giftig. Die macht andere Sachen mit dir als der Butcher, der dich anzündet und so Geschichten. Auf jeden Fall musst du den dann besiegen. Und wenn du den besiegt hast, dann verbannst du ihn in die Hölle. Das bedeutet, du musst mit der Leiche interagieren und dann dauert es 3 Minuten und 20 Sekunden, bis der in die Hölle geschickt worden ist. Das nennt man also den Banish. Und dann
hinterlässt, droppt er eine Beute, die du aufheben kannst, und mit dieser Beute musst du wieder zum Ausgang rennen. Es gibt dann drei Ausgänge, die auch wiederum rings um die Karte zufällig verteilt sind. Das Ding ist, in dem Moment, wo du diesen Banish anwirfst, weiß eben jeder auf der Map, wo das gerade ist. Und spätestens dann kommen eben alle zu dir hingerannt, denn es geht halt darum, diese Bosse und ihre Bounties aus dem Match rauszutragen. Deswegen Showdown. Deshalb Showdown. Also früher oder später läuft es im Zweifel auf PvP hinaus, aber du musst dich eben auch durch Monster kloppen und eben diese Bosse erlegen. Aber das wirklich Knifflige dabei sind halt die PvP-Auseinandersetzungen. Und es gibt eben wahnsinnig viele, und deshalb liebe ich dieses Spiel so, es gibt wahnsinnig viele taktische Möglichkeiten, das eben anzugehen. Du kannst zum Beispiel sagen, ich spawne in die Welt und hocke mich an einen der drei Ausgänge, denn früher oder später weiß ich ja, müssen die Leute ja mit der Bounty zum Ausgang rennen. Und dann campe ich einfach da. Oder du kannst sagen, ich renne direkt rein, klatsch den Boss um und hau dann aber wieder ab und setz mich selber an den Ausgang und warte auf den armen Deppen, der mir die Beute rausträgt. Und du musst halt wahnsinnig viele Entscheidungen treffen, wie machst du es. Und vor allem musst aber du wahnsinnig du aufpassen, keinen Krach zu machen. Kannst du den Bosskampf anfangen und dann andere Leute die Drecksarbeit machen lassen und die dann abstauben? Das geht auch. Es geht halt wirklich alles. Also du kannst, was eben auch eine taktische Variante natürlich ist, du kannst den Boss belauern, kannst gucken, okay, laufen jetzt Leute rein, fangen den Boss an zu bekämpfen und nutzt dann diese Gelegenheit, den hinterher zu schleichen, machst sie fertig. Wenn sie vorne mit der Spinne kämpfen, müssen sie plötzlich hinten mit dir kämpfen. Und es gibt eben, deshalb gibt es so viele verschiedene Möglichkeiten, was du machen kannst. Und jetzt sehe ich schon, klar kommt da die Frage auf, ja, aber gibt es da nicht irgendwie überall Spawn-Camper und so weiter? Es gibt tatsächlich gerade mittlerweile auch ganz viele Mechanismen, die eben das Gecampen aushebeln. Also wenn du die Bounty, also diese Beute rumträgst, kann dich zwar jeder auf der Map sehen und eben abschätzen, die laufen zu dem Ausgang im Westen, aber während du die Beute trägst, kannst du zumindest für 5 Sekunden auch Gegner über eine gewisse Distanz quasi wie so in einem Wallhack durch Wände sehen, sodass sich das immer ausgleicht. Aber du musst wirklich immer wahnsinnig viel überlegen, okay, wie gehen wir es taktisch an? Werfen wir den Banish an, gehen dann aber erst wieder raus und kommen später wieder. Und wirklich ein ganz großes Element, das kenne ich auch so in keinem anderen Spiel, ist eben tatsächlich die Soundkulisse. Ich würde behaupten, du kannst wahrscheinlich, wenn du erfahren genug bist, das Spiel auch ohne Monitor spielen, weil du wirklich alles in diesem Spiel hören kannst. Und du musst wirklich wahnsinnig aufpassen, was für Geräusche du machst. Und deshalb ist es auch, wird für einen Shooter überraschend wenig geschossen, weil du jeden Schuss als wirklich über die ganze Map hörst. Und kannst ja dann gleich hören, okay, da hinten im Schlachthof, da schießt jemand. Okay, das ist die Waffe. Oh, jetzt schießt noch eine andere Waffe. Und jetzt schießt noch eine dritte Waffe. Da schießen also drei gegeneinander. Das heißt, da ist PvP, da laufe ich mal hin. Auf dem Weg dahin, wenn du Pech hast, läufst du in einen Schwarm Krähen. Die fliegen dann auf, machen auch einen wahnsinnigen Krach. Und 100 Meter weiter sieht einer, da hinten gehen Krähen hoch. Das heißt, da kommt ein Jäger lang. Das heißt, ich habe mir jetzt vor kurzem noch mal mein allererstes Let's Play angeschaut. Das ist mittlerweile auch schon 2 Jahre alt. Und es ist so interessant zu sehen, wie ich jetzt nach 2.500 Stunden Spielzeit, wie sehr ich anders spiele. Ja. Weil man am Anfang wirklich sehr, sehr gestresst ist, aber in einem positiven Sinne, weil es aufregend ist. Und sehr aufpassen. Du kannst das alles schon viel besser einschätzen, was da an Geräuschen passiert. Genau, was an Geräuschen passiert und wann ich auch mal selber laut sein kann, wann ich lieber schnell bin, dafür aber laut und so weiter. Mhm. Aber aufregend ist es für mich immer noch. Ich spiele eben auch mit so einem Pulsmesser. Und ich habe letztens, ich glaube jetzt am Montag in einem Stream, meinen Pulsrekord geknackt. Ich hatte 157 Puls in einem Gefecht, als ich alleine gegen ein Dreierteam gespielt habe oder so. das wird man auch nicht los. Und ich lieb's einfach. Ich glaube, die GameStar hat auch, ich habe jetzt gerade die Wertung nicht mehr im Kopf, aber auch geschrieben, es sei ein fantastischer Shooter. Aber es ist eben ein spezieller Shooter. Also man muss schon, du kannst mit jeder Waffe
jeden mit einem Headshot auf die richtige Distanz ausschalten. Und das macht es halt auch wieder so spannend. Du kannst da wirklich mit der billigsten, rostigen Knarre reingehen und schießt einen um, der ein 1.000-Dollar-Gewehr in der Hand hat. Und plötzlich hast du das 1.000-Dollar-Gewehr. Wie ist es mit den Gruppen? Also in welchen Gruppengrößen spielt man das? Es fing doch mal an mit 2 Spielergruppen und dann gab es mal irgendwie eine Phase, ja, wo man auch mal alleine spielen konnte. Und irgendwas hatte ich jetzt zuletzt gelesen von wegen mit 3 Spielern. Was ist der Standard quasi? Genau, also Standard, und dafür merkt man auch, dass das Spiel ausgelegt ist, ist Duos. Es gibt immer maximal 12 Spieler, aber standardmäßig ist Duos. Und wenn ich sage, dass man merkt, dass es darauf ausgelegt ist, es gibt halt diese Rule of Two, nicht zu verwechseln mit den Sith. Also es gibt, wenn ein Boss stirbt, droppt er immer 2 Bounties. Das heißt, 2 Leute können sie raustragen. Du kannst aber auch im Trio spielen oder alleine spielen. Wenn du alleine spielst, musst du aber gegen Duos spielen und kannst, wenn du willst, sogar alleine gegen Trios spielen. Wenn du Duos spielst, kannst du auch nur gegen Duos spielen oder du sagst, nee, ich nehme auch noch Trios mit rein. Natürlich, wenn du alleine gegen Duos oder alleine gegen Trios oder als Duo gegen Trios spielst, kriegst du höhere Belohnung, also bessere Belohnungen nachher, wenn du es lebendig rausschaffst. Aber Standard ist Duo, kannst aber auch Solo oder Trio spielen. Und tatsächlich passiert wird das Spiel auch immer besser. Es passiert sehr, sehr viel. Also tatsächlich in regelmäßigen Abständen gibt es Patches mit neuen Inhalten, von denen ich gesagt hätte, ja, das ist cool, aber ich hätte es nicht gebraucht. Und dann spiele ich es immer, ey, das ist ja total cool. Gut, dass es das gibt. viele sagen eben auch, ja, wie, es gibt nur 3 Bosse und 2 Maps. Eine dritte Map kommt im 2. oder 3. Quartal. Ein 4. Boss kommt erst Ende des 1. Quartals. Aber ich sage dann auch immer, Fußball hat auch nur eine Map. Schach hat auch nur eine Map. Kannst du trotzdem 10.000 Jahre lang spielen, weil es einfach so viel taktische Tiefe hat. Und ich sage auch in dem Zusammenhang immer, also wenn das Core-Gameplay so gut ist, dann brauchst du auch nicht 10.000 Waffen und 15 Maps und so weiter. Und das fällt mir gerade auf, weil das auch immer der Vorwurf bei den Battlefields der letzten Jahre war. Ja, es sind nur so wenig Maps und es sind nur so wenig Waffen. Ich vermisse in Hunt Showdown keine Map und keine Waffe. Im Prinzip könnte ich auch nur mit 4, 5 Waffen spielen und es funktioniert trotzdem.